Wir hinterlassen Spuren. Jeden Tag und mit allem, was wir tun. Vermeiden lässt sich das natürlich nicht. Aber wir können versuchen, die Spuren möglichst klein zu halten. Wie das geht? Zuerst kannst du beim Klimabonus deinen CO2-Fußabdruck messen. Dann erfährst du, wie du ganz einfach CO2 einsparst und dafür mit dem Klimabonus belohnt wirst. Denn du kannst schon mit kleinen Maßnahmen eine große Wirksamkeit erzielen. Achte beim Einkaufen auf die Klimafreundlichkeit der Produkte und kaufe regionale, saisonale und Bio-Lebensmittel. Pflanzliche Produkte sind klimaschonender. Fahre Rad, nutze öffentliche Verkehrsmittel und mach mal Urlaub in deiner Region. Repariere, anstatt neu zu kaufen, und teile mit anderen. Wechsle zu einem Ökostromanbieter und spare durch gut gedämmte Wände oder effiziente Haushaltsgeräte Energie. Für solche und weitere klimafreundliche Maßnahmen erhältst du Klimaboni. Damit kannst du klimafreundliche Produkte einkaufen. Dabei entspricht ein Klimabonus auch einem Euro. Du kannst den Klimabonus auch weitergeben, an FreundInnen oder an Projekte, die in deinen Augen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So wirst du deinen Fußabdruck deutlich verkleinern. Ganz verschwinden wird er aber nicht. Deinen restlichen Fußabdruck kannst du in regionalen Kompensationsprojekten ausgleichen. Gemeinsam forsten wir heimische Wälder auf, renaturieren Moore und fördern den Humusaufbau in unseren Böden. Ein Teil der Kompensationsgelder wird zu Klimaboni, mit denen andere für ihre Reduktionen belohnt werden. Natürlich können auch Vereine, Kommunen und Unternehmen mitmachen. Das Ziel des Klimabonus ist es, regionalen Klimaschutz zu fördern und zu belohnen. Denn Klimaschutz beginnt dort, wo wir leben, arbeiten und unsere Freizeit gestalten. Sei dabei und lege gleich los, indem du deinen persönlichen Fußabdruck auf klimabonus.info berechnest.